Ja, hi zusammen, danke, dass ich hier sein kann. Ich werde euch heute so ein bisschen diesen auflockeren Part mitbringen und ein bisschen erzählen, was ich selber gelernt habe bei der Zusammenarbeit mit Google, aber auch wie die Prozesse bei Google ablaufen. Und ich werde mich dabei am Design Sprint orientieren. Wer von euch kennt den Design Sprint? Hat schon mal davon gehört? Wer hat schon mal bei einem mitgemacht? Wer hat schon mal einen moderiert? Okay, sehr gut. Dann ist das ja gut, da bin ich beruhigt, da werde ich dir viel Neues lernen. So, ganz kurz zu mir. Da oben in der Ecke seht ihr mich. Das ist so der große Netzwerk meiner Firma, der Make It. Wir sitzen im Mediapark, im Startplatz. Vielleicht kennst du einen oder andere. Ich sage selber zu mir, ich bin in erster Linie Entrepreneur, Unternehmer, habe einige Projekte, Firmen gegründet. Viele davon sind gescheitert, einige sind erfolgreich. Und im Moment beschäftige ich mich als Freiberufler viel mit dem Thema Innovationsökosysteme. Also wie schafft man quasi eine Umgebung, wo neue Ideen, innovative Ansätze gedeihen können und wo auch Menschen ihre Ideen rüberbringen können. Meine Firma, die Make It, habe ich erwähnt. Wir sind seit 2013 unterwegs, kommen nicht aus dieser Beraterecke, sondern mehr aus der Startup-Ecke. Und haben schon mit vielen größeren Konzernen, auch Mittelständlern im Bereich Corporate Entrepreneurship zusammengearbeitet. Sagen wir Bosch, Daimler, Bayer und so weiter und so fort. Dann vor 2 Jahren haben wir die Innovation Kickbox als Produkt gestartet. Das ist wirklich so eine physische Box, die ihr in die Hand nehmen könnt und mit denen ihr anfangen könnt, an euren Ideen zu arbeiten. Und da haben wir ungefähr über 1000 Leute dazu befähigt, selber mit ihren Ideen loszulegen. Und das Dritte, was ich gemacht habe, wirklich selber über 100 Teams gecoacht im Bereich Product Strategy oder Geschäftsmodellvalidierung, und dort war ich eben mit Google tätig, unter anderem als Mentor beim Lean Launchpad Accelerator. Das ist quasi so ein Accelerator-Programm von Google, wo Startups, aber auch Teams, Innovationsteams von Unternehmen an neuen Ideen arbeiten. Letztes Mal war es mit dem World Food Program in München zum Beispiel, wo es dann darum ging, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Also sehr spannende Themen. Was ist der Google Design Sprint, beziehungsweise wo kommt das ganze Ding her? Jake Knapp, der hat diesen Prozess bei Google entwickelt. Danach wurde er bei Google Ventures mit ungefähr 150 Startups perfektioniert. Und jetzt vor einem Jahr ungefähr ist dieses Buch rausgekommen, Sprint. Und damit hat sich dieses ganze Thema in der ganzen Welt verbreitet und ist mittlerweile relativ bekannt. Hier einige Unternehmen, die damit gearbeitet haben. Aktueller Case ist Facebook. Facebook hat den Design Sprint genutzt, um mit diesem Thema Fake News loszulegen und zu schauen, wie die dieses große Problem lösen können. Was ist der Design Sprint? Im Endeffekt ist es ein 5-tägiger Prozess, bei dem man Business Challenges lösen kann und neue Ideen verproben kann. Und es ist im Vergleich zu so einem normalen Sprint-Prozess eine Abkürzung. Das heißt, man geht direkt von der Idee zum Lernen und muss nicht wirklich eine Lösung bauen und muss damit auch nicht offiziell am Markt launchen. Wann sollte man so einen Sprint machen vielleicht als erstes? Also es ist nicht dafür gedacht, wenn man irgendwie eine kleine Verbesserung haben möchte, irgendwas im UI oder irgendwas im Backend. Es geht wirklich darum, wenn man eine neue große Herausforderung hat, also wenn viel auf dem Spiel steht. Sagen wir mal, ihr habt eine neue Zielgruppe, die ihr angehen wollt, ihr wollt einen komplett neuen Recruiting-Prozess aufsetzen oder ihr habt eine komplett neue Idee für eine App oder eine Websoftware, wobei Hardware genauso funktioniert. Dann natürlich, wenn ihr nicht genug Zeit habt, ja, weil das Ding dauert halt 5 Tage und in 5 Tagen kriegt ihr wirklich valide Daten dafür, ob eure Idee Sinn macht oder keinen Sinn macht. Und wenn die nächste Deadline bevorsteht und ihr noch nicht viel gemacht habt, ist das ein guter Trick, um vorwärts zu kommen. Und auch wenn ihr einfach mal, irgendwie in einem Projekt stecken geblieben seid und die Motivation fehlt, ihr wisst nicht so wirklich, wo die Impulse herkommen, dann kann man diesen Prozess einsetzen, um wieder Motivation zu bekommen, loszulegen, neue Energie zu schöpfen. Ich habe es eben kurz angesprochen, also was sind so Use Cases? Eigentlich wurde es bis jetzt fast überall angewendet, aber der Kerneinsatzbereich sind schon bestehende Produkte, Geschäftsmodelle, die irgendwie aufs nächste Level kommen sollen. Ja, irgendwie bei Rewe Digital, Redesign des Online-Shops oder eine neue mobile App oder was auch immer in diese Richtung geht. Aber auch Wachstum, Marketing, Branding. Ich mache jetzt den nächsten Sprint für ein Kunstprojekt zum Beispiel, das geht auch alles. So, und wie läuft das ganze Ding jetzt ab? Also es sind wirklich 5 Tage und man startet eigentlich am Montag und endet dann am Freitag. Und am Montag geht es darum, erstmal das Problem oder die Challenge zu definieren. Das ist Tag 1.
An Tag 2 geht es darum, Lösungen zu brainstormen auf Basis dieser Challenge und eben eine große Menge an verschiedenen Lösungsentwürfen zu haben, irgendwie so 20, 30 Stück am Ende des Tages. Dann an Tag 3 geht es darum zu entscheiden, auf welche Lösung man sich jetzt fokussiert und diese ein bisschen weiter zu evaluieren. An Tag 4 wird dann der Prototyp gebaut, also ein Lernprototyp. Es muss kein technisch funktionierender Prototyp sein, also mehr Richtung MVP. Das heißt, einfach etwas zu haben, was man den Kunden zeigen kann. Das ist mehr eine Fassade von dem, was am Ende rauskommen soll. Und an Tag 5 wird dann getestet mit echten Kunden. So funktioniert das ganze Ding. Was ich mir jetzt ein bisschen mehr angeschaut habe, vor allem auch in der Erfahrung mit den Sprints und in der Erfahrung mit Google, warum ist das so ein guter Prozess und warum kann man den wirklich nutzen, wenn man innoviert? Und da sind viele einzelne Bestandteile drin, die ihr euch für euren Alltag mitnehmen könnt. Und natürlich könnt ihr euch auch überlegen, mal selber so einen Sprint zu machen. Das erste natürlich Geschwindigkeit. Klar, innerhalb von 5 Tagen echtes Kundenfeedback zu bekommen und die größten Risiken zu eliminieren, ein sehr offensichtlicher Grund. Das zweite ist Validierung. Also wirklich am Ende dieser Zeit Kundenfeedback zu bekommen, aber während des Prozesses auch Feedback von relevanten Entscheidern und relevanten Personen für ein Projekt zu sammeln. Also ich nehme nochmal dieses Beispiel irgendwie Rewe Online-Shop. Ich glaube, wenn das neu gemacht werden würde, müssten bis in die CEO-Ebene alle irgendwie dabei sein und schnell mitsprechen können und intern und extern validieren. Ein weiterer Punkt, Kollaboration, eben diese durchgemischten Teams, wirklich sehr, sehr viele Perspektiven reinzunehmen auf ein Thema. Und das kann auch Sinn machen, dass irgendwie die Leute aus dem Finanzbereich dabei sind, wenn es um solche Fragen geht, wo normalerweise nur IT-Teams da sind oder nur UXler da sind. Und ein wirklich wichtiger Punkt, den ich für mich persönlich gemerkt habe, ist, hat mit dieser Statistik hier zu tun. Das war jetzt irgendwie vor zwei, drei Jahren kam diese Studie raus, dass wir Menschen immer schlechter darin sind, uns zu fokussieren. Ja, mittlerweile hat ein Goldfisch eine höhere Aufmerksamkeitsspanne als der Mensch. Das war noch vor einigen Jahren nicht so. Und natürlich sagen viele, es hat mit Smartphones zu tun, mit Medien zu tun. Ja, es ist ein Faktor, der in vielen Studien auch immer mehr belegt wird. Die Frage ist, was hat das damit zu tun, wenn wir jetzt große Challenges angehen? Oder wenn wir mal ein neues Produkt bauen und wirklich uns fokussieren müssen auf etwas Komplexes. Und es ist eben so, dieses Multitasking-Phänomen, vielleicht wissen es ja einige, Multitasking kann der Mensch nicht. Der Mensch kann sich nur gleichzeitig auf eine Aufgabe konzentrieren. Aber was natürlich viele machen, ist hin und her zu springen zwischen verschiedenen Aufgaben. Und je mehr Aufgaben man hat, je mehr Projekte man hat gleichzeitig, desto weniger Kapazitäten hat man im Gehirn, um sich komplexen Fragestellungen zu widmen. Ja, ab 3 simultanen Themen, an denen man arbeitet, wird eins irgendwo in der Ecke geparkt. Und das ist vor allem so im Unternehmensalltag. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so einen Tag erlebt hat. Irgendwie morgens geht's los, sehr, sehr viele Meetings, die Mittagspause wird irgendwo reingequetscht, dann checkt man noch mal seine E-Mails. Und dann hat man irgendwo diesen kleinen Block, wo man dann wirklich arbeiten kann und das Produktive macht, was man eigentlich machen sollte. Was jetzt beim Sprint aussieht, wenn ihr euch so einen typischen Sprint-Tag nehmt, ja, und ihr habt 5 davon, sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ihr fangt erst um 10 Uhr an, ja, und werdet quasi strukturiert durch einen Prozess geleitet mit dem ganzen Team, der euch nur dabei hilft, euch auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Es gibt auch eine Mittagspause, die normal lang ausfällt und es ist auch um 17 Uhr Schluss. Warum dieser Ablauf? Also vor allem, man fängt um 10 Uhr an, damit man vorher, wenn man noch Aufgaben hat aus dem normalen Geschäft, seine E-Mails beantworten kann. Man hört um 17 Uhr auf, dass man da auch nochmal irgendwie in Kontakt bekommt zur Außenwelt. Aber der Fokus ist wirklich 5 Tage lang hardcore zusammen an dieser Lösung, an diesem Problem zu arbeiten. Zweiter Punkt, der halt wirklich wichtig ist für dieses Fokusthema, aber auch generell, ist das Team. Und man versucht natürlich, alle relevanten Personen dort mit reinzunehmen in diesem Prozess. Man sagt maximal 7 Teilnehmer und ein Moderator, ein Facilitator. Und einer der wichtigsten Punkte ist wirklich der Decider, der Entscheider. Also eine Person ist die ganze Zeit im Sprint dabei, die echte Entscheidungen treffen kann und die sagen kann, in die Richtung geht's, in die geht's nicht. Damit eben nicht sowas passiert, dass man jetzt eine Woche gearbeitet hat, dann stellt man das irgendwie dem Chef vor und dann sagt er, nee, das ist Blödsinn, wollen wir nicht machen.
Und es ist natürlich schwierig, irgendwie den CEO, sage ich mal jetzt von Rewe Digital dazu zu bringen, dass er eine Woche dort mitarbeitet. Aber es gibt einige Stellen, die besonders wichtig sind, zum Beispiel am Anfang oder an dieser Entscheidungsphase, wo er dann hinzugezogen werden könnte, beziehungsweise dann werden auch Stellvertreter bestimmt, die aber dann wirklich volle Entscheidungsautorität haben während des Prozesses. Weitere wichtige Person ist auf jeden Fall der Facilitator. Und der Facilitator sorgt dafür, dass wirklich alle in dieselbe Richtung laufen. Er sorgt dafür, dass Diskussionen nicht ausarten. Ein sehr wichtiges Thema, vor allem wenn man mit Corporate Teams arbeitet und nicht mit Startup Teams. Und generell ist der Facilitator derjenige, der so ein bisschen wie so ein Scrum Master, aber in einem sehr, sehr festen Kontext mit sehr festen Abläufen, der alle Leute da durchjagt. Ja. Genau. Wichtig an diesem ganzen Prozess ist, dass Gruppen-Brainstormings und Gruppendiskussionen minimiert werden sollen. Man arbeitet zwar zusammen, aber jeder arbeitet auch irgendwie für sich. Das heißt, Feedback-Schleifen, Diskussionen über einzelne Features, Details werden dann werden auf ein Minimum reduziert und wirklich getimed, dass man irgendwie nur 5 oder 10 Minuten Zeit hat und dort nicht in dieses Diskutieren kommt. Ein weiterer Grund ist auch, wie man das aus diesem Gruppen-Brainstormings kennt, meistens ist der am lautesten spricht, derjenige, der dann irgendwie die Richtung definiert und an dem sich auch die anderen Leute orientieren und sich nicht trauen, irgendwie ihre Meinung zu sagen. Und so bleibt jeder bei sich, fokussiert sich auf seine Gedanken und dann wird es strukturiert zusammengetragen. Und das kann man auch mal probieren, wenn man im normalen Arbeitsumfeld unterwegs ist. Ja. No-Device-Policy, also Smartphones, Tablets, Laptops, alles wird abgegeben. Über die 5 Tage? Nein, nicht ganz. Also ihr könnt in Pausen eure Geräte nutzen. Ihr könnt auch rausgehen, aber ihr dürft nicht, während ihr im Raum seid, eure Geräte benutzen, außer ihr zeigt den Leuten irgendwas, was relevant ist. Und das ist auch wieder so ein Fokusthema und natürlich auch ein Respektthema gegenüber den anderen, dass man bei der Sache bleibt. Timeboxing, auch ein sehr wichtiges Tool. Wer von euch kennt diesen Timetimer? Ja, das ist ja dieses Design-Thinking-Uhr, überteuerte Design-Thinking-Uhr. Und es wird wirklich alles getimeboxed. Und sobald, also wenn ich merke, Diskussionen kommen auf, stelle ich sofort diese Uhr hin, mache mal 5 Minuten und dann ist die Sache vom Tisch. Und dann ist better than perfect, ist das Motto, weil wir eh, bevor wir es den Kunden nicht gezeigt haben, nicht wissen, ob Sinn macht oder keinen Sinn macht. Das ist der Grundgedanke an der Sache. ABC, always be capturing. Das heißt, alle Ideen, die ihr zwischendurch im Kopf habt oder die bei einer Nebendiskussion aufkommen, werden irgendwo an der Ecke an einem Whiteboard geparkt, sodass man die los ist und wieder unseren Kurzzeitspeicher frei hat, um weiterzuarbeiten. Also mit allem raus, was im Kopf ist und nicht die ganze Zeit drüber nachgrübeln. Genau, dann ein wichtiger Punkt. Am Montag, also am allerersten Tag, wird erstmal das langfristige Ziel, die Vision besprochen. Warum macht man überhaupt diesen Sprint? Warum investiert man diese Zeit? Und diese Vision, die wird von dem Facilitator über den ganzen Sprint nach außen getragen und den Leuten vor Augen gehalten, damit man nicht verloren geht auf dem Weg und sich dann fragt, was ist hier los, wo wollen wir überhaupt hin? Und aus dieser großen Vision ergibt sich dann die Sprint Challenge und das ist die konkrete Annahme, an der man arbeitet. Also die konkrete Fragestellung. Ein Beispiel wäre, wir glauben, wenn wir irgendwie unser Menü verändern, ein Redesign machen, dass die Leute mehr kaufen. Ja, so als einfache Frage. Und genau, und das, was man am Montag bestimmt hat, deswegen ist Montag auch so ein super wichtiger Tag, zieht sich quasi durch die komplette Woche hindurch. Und wenn man irgendwie zwischendurch auf neue Ideen kommt oder neue Aspekte beleuchtet, dann wird das geparkt und dann vielleicht in einem neuen Sprint besprochen. Ja, genau. Und jetzt hier nochmal zusammenfassend unsere 5 wichtigsten Learnings von den Sprints, wenn ihr sie selber machen wollt, worauf ihr achten solltet. Und das ist zum einen wirklich diesen Fokus behalten. Also sind oft bis zu 7 Leute, die alle sehr smart sind, alle eigene Ideen haben. Und das ist auch richtig so und deswegen sind sie auch da. Aber das führt natürlich dazu, dass jeder irgendwie dazu tendiert, sein eigenes Ding zu machen oder sich ablenken zu lassen. Und das, was ich euch gezeigt habe, was der Facilitator hauptsächlich macht, ist etwas, das wirklich versucht werden muss, über den ganzen Sprint aufrechtzuerhalten, sodass alle mit ihrer ganzen Brainpower an einer gemeinsamen Lösung arbeiten. Dann
super wichtiger Punkt natürlich dann auch die Zusammenstellung des Teams. Und was wir sehr viel gemerkt haben, was ist schwierig, den Decider an Bord zu holen, also wirklich den Entscheider, der das Projekt nach den 5 Tagen auch killen könnte. Und natürlich jemand, der diese Prototyping-Skills hat. Weil am 4. Tag soll wirklich etwas gebaut werden, das zumindest in die Richtung der Lösung geht. Und wenn man jetzt ein Team hat, wo die Prototyping-Skills fehlen, da haben wir zum Beispiel dann auch externe Leute reingeholt, die das ergänzen können. Vor allem bei Unternehmen, die jetzt nicht von Natur aus Produkt entwickeln, wie Finanzinstitute zum Beispiel, macht es Sinn, da so einen Prototyping-Menschen mitzunehmen. Beim Facilitator selber, also ihr merkt mal, dieser Prozess ist sehr, sehr schnell und es werden sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen und man arbeitet oft auch ungewohnt im Vergleich zu dem, wie man sonst gewöhnt ist zu arbeiten. Und was dann natürlich passieren kann, ist Abwehrhaltung von einzelnen Gruppendynamiken. Und dort ist eben ein erfahrener Facilitator, der in der Regel auch neutral sein sollte. Es muss kein Externer sein, aber es kann Sinn machen, je nachdem, wie das Thema ist, der eben auch mit diesen Widerständen kämpfen kann. Und was man da gut machen kann, ist wirklich dann die Leute so ein bisschen um Erlaubnis fragen oder einladen, dass sie einen akzeptieren als Facilitator und zwischendurch immer zu betonen, hey, ich weiß, das ist ungewohnt und das ist schwierig, aber lass dich mal ein bisschen ein, probier es aus, um dann eben diese Abwehrreaktion zu vermeiden. Es ist dann viel Psychologie, vor allem, wenn man es mit einem unerfahrenen Team macht. Das Vierte, also es macht auch Sinn, vorher schon den Kunden etwas zu kennen und User Research zu machen, weil natürlich dann diese Challenge am Montag besser definiert werden kann. Es gibt auch verschiedene Varianten vom Sprint, zum Beispiel so ein User Research Sprint, den man vorher machen kann, der irgendwie 4 Tage dauert. Beziehungsweise wenn man dann so einen 5-Tage-Sprint gemacht hat und beim Test merkt, einzelne Bestandteile funktionieren nicht so gut, dann kann man auch eine kürzere Variante machen, weil man sich irgendwie den ersten und zweiten Tag spart sozusagen. Aber wichtig, entweder vorher Research machen oder die Experten an Bord haben, die den Kunden kennen, das Problem kennen. Und zu guter Letzt, einfach loslegen. Also es sind sehr, sehr viele Dinge, auf die man achten muss. Also wir haben auch losgelegt mit dem Buch in der Hand und haben einen internen Sprint gemacht. Mittlerweile helfen wir anderen, Sprints durchzuführen. Und solange es jetzt nicht ein Thema ist, wo wir wirklich, das super relevant ist und eure Existenz bedroht, könnt ihr auch erstmal rumexperimentieren und mal die Tools und Methoden ausprobieren. Ja, das war's von mir. Fragen? Gerne. Muss ich mir noch überlegen. Ne? Gut. Oder da hinten? Ich habe auch eine Frage zu den Design Sprints. Welche Widerstände gibt es denn da oder mit welchen Widerständen bist du konfrontiert worden, mit denen du umgehen musstest, wenn du so einen Design Sprint durchgeführt hast? Ja, du hast natürlich oft Leute dabei, die schon ihre Lösung, ihren Plan im Kopf haben. Und die eigentlich wollen, dass am Ende genau das rauskommt, woran sie gedacht haben. Und die fühlen sich dann natürlich auch spätestens an dem Punkt, wo die Entscheidung getroffen wird, in welche Lösung man geht, an dem Mittwoch, ist es so, dass dann einige Leute eben enttäuscht sind und dann sagen, boah, eigentlich wollte ich mein Thema machen und meine Idee nach vorne bringen und das hat dann nicht geklappt. Und generell diese Geschwindigkeit, womit dann viele überfordert sind, was halt noch mal viel schneller ist als vieles auch, was man aus dem normalen agilen Entwicklungssprints kennt. Man wird so durchgepeitscht. Und wie bist du damit umgegangen? Also viel Empathie, viele Zweiergespräche, die man dann führt. Und das kann bis dazu führen, dass man sagt, jemand kann jetzt nicht mehr mitmachen oder muss aufhören, aber den Fall hatten wir noch nicht. Okay. Ja. Wir sind bei Scrum ja zum Beispiel von 4 auf 2 auf eine Woche auf einen Tag Sprints inzwischen unterwegs, von der Tendenz her. Habt ihr sowas bei euch bei den Design Sprints 5-tägig auch mal probiert, die etwas kürzer zu fassen auf 2,5 Tage, also eine halbe Woche? Ja. Oder gar noch schneller, weil jeder sagt, was Scrum, 1-Tage-Sprints sind Nonsens. Die Praxis belegt genau das Gegenteil. Ja. Du weißt das Gegenteil. Wie sieht es da aus? Also wie gesagt, wir empfehlen, wenn man das zum ersten Mal macht, vor allem auch wenn die Leute daran nicht gewöhnt sind, wirklich diesen vollen Zyklus zu machen, weil auch die Definition dieses Problems sehr, sehr wichtig ist. Und ich denke mal, wenn du bei Scrum arbeitest, schon relativ klar, in welche Richtung es geht und du hast nicht immer so eine komplett neue Challenge. Und hier ist es tatsächlich so,
5 Tage und danach, wenn du an derselben Challenge weiterarbeitest, dann kannst du es auch bis so auf 2-3 Tage runterkürzen und dann machst du eigentlich nur noch Prototyping und Testing und Iterieren, indem du an dieser bestehenden Lösung dann Feinheiten veränderst und verbesserst. Also es geht und es gibt auch so eine 1-Stunden-Variante mittlerweile, wo man diese Arbeitsweise testen kann und es gibt auch einen 3-Stunden-Brand-Sprint. Also das sind alles so Formate, die sich mittlerweile aus diesem großen Design-Sprint her ergeben. Ja. Hier vorne. Die Änderung des Menüs oder sowas bringt mir mehr Umsatz. Ja, also der Test am Freitag ist ein Kundeninterview und quasi eine Live-Demo von dem, was du gebaut hast, mit mindestens 5 Usern. Und du baust eigentlich nur die Fassade auf. Also für eine Webseite, für ein Softwareprodukt sind es ganz klar Mockups. Das ist vielleicht eins, weil es sind 2 verschiedene Varianten. Wenn du Richtung Hardware gehst, was natürlich eine ganz andere Nummer ist, dann kann es aber auch sowas sein wie eine Broschüre oder eine Bedienungsanleitung von einer Flugzeugturbine zum Beispiel. Und dann kannst du damit aber schon mit Ingenieuren oder potenziellen Einkäufern reden und dir Feedback bekommen. Also man muss da sehr kreativ sein, dieses Prototyping-Mindset kriegen, aber es gibt schon einige Methoden, wo du zumindest das erste Feedback bekommen kannst. Und das geht meistens darum, ist das Wertversprechen überhaupt da? Okay, danke. Ja. Bitte. So. Ja, eine Frage, die sich mir stellt, wie geht man mit harten Abhängigkeiten um? Das heißt, man kann sich die wildesten Sachen ausdenken, nur wenn man halt im Hinterkopf hat, ja, okay, das wird aber innerhalb der nächsten 3 Jahre nichts, weil wir dafür noch nicht so weit sind. Wie geht man mit sowas um? Also im Idealfall ist diese Challenge auch so definiert, dass das, was du später machst, nicht 3 Jahre dauert, sondern du verkleinerst es dann am Anfang. Ja, ja, die Idee wäre, genau, sagen wir mal, machbar in 3 Monaten, aber um die Bedingungen dafür zu erfüllen, müsste man halt noch 3 Jahre warten. Wie geht man sowas um? Ja, schwierig. Im Ende musst du dir dann überlegen, ob du nicht einen Shortcut kriegen kannst, um das später, ob es vielleicht auf einen anderen Weg funktioniert. Aber es geht auch hier nicht so sehr darum, um das Finale, was du baust, sondern erstmal das erste Feedback, ob die Richtung, in die du gehen möchtest mit dem Bauen, überhaupt Sinn macht. Also nicht können wir es bauen und wie schnell, sondern macht es überhaupt Sinn, das zu bauen? Das ist die Frage, die beantwortet wird. Danke. Gerne. Wenn du einem Kunden so einen Design-Sprint verkaufst, ne? Ja. Was sind da die Argumente dafür, dass er das macht? Das sind ja 5 Tage, die ja, die Leute einsperrst, ne? Die nicht produktiv im Sinne, ne, des Unternehmens arbeiten. Und glaube ich, dass es ja schon auch ein gewisses Verständnis dafür da sein muss, ne, um eine Zusage zu geben. Also es gibt Leute, die diesen Sprint anbieten aus reinen Trainingszwecken. Ja? Davon sehen wir ab, sondern versuchen schon, ein Projekt zu kriegen, wo auch der Mehrwert dann ersichtlich ist. Und der Mehrwert, den du in 5 Tagen hinkriegst, ist schon sehr, sehr groß. Mittlerweile ist das Konzept so verbreitet, also es nutzen so viele Unternehmen, ganzen digitalen Champions und nicht nur Startups, dass das natürlich ein großes Argument ist. Und dann gibt es noch diese Schnupperdinger, wie dieses 1-Stunden-Format, wo du das den Leuten auch mal zeigen kannst, wie gut das funktioniert. Und ja, es ist vor allem schön auch für Leute, die nicht aus dem agilen Softwarebereich kommen. Und da hatten wir eben auch schon viele Sachen wie Prozessverbesserungen im Raummanagement zum Beispiel, wo wir so einen Sprint gemacht haben. Also es muss nicht immer dieses Software- und Tech-Produkt sein, was da bearbeitet wird. Ja? Ja. Danke euch. Wenn ihr Fragen habt, ich bin auch hier. Vielen herzlichen Dank dir.